Hallo YouTube-Fans. Was man da hier so sieht, sind Rechtecksignale. Sehen aus wie BWM-Signale, was es natürlich auch sind. Ich muss das nur noch ein bisschen kalibrieren. Jetzt Thomas. Das mal ganz kurz stoppt. Sieht man schön die Rechtecksignale. Nun, das ist hier meine digitale Verzögerungsleitung mit TTL-ICs und dem DDA 3810. Kernpunkt ist hier ein 12,288 MHz. Oszillator, ein FF Flipflop 74LS74, ein Binärdecoder, also ein 3-2-8-Decoder, ein 74LS138, ein FF Flipflop, wieder ein 74LS74, ein Operationsverstärker, der DDA 3810, ein RAM, das HM6116, ein Binärzähler, ein 74LS393, dann ein Latch, ein 74LS373, ein weiteres Flipflop, ein 74LS74, ein Datenselektor, ein 74LS139 und hier ein Schieberegister, ein 74LS165. Diese kleine Verzögerungsleitung verzögert mir ein bisschen den Ton und den Klang, damit Sonorama dann ein bisschen beeindruckender wird, und sogenanntes Sonorama Digital oder Digisono, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Man kann halt noch immer wie gewohnt umschalten auf Raumklang, auf Stereo oder halt wieder auf Digisono. Es ist ausreichend gefiltert mit T-Filtern, Tiefpassfiltern, also alles, was dazugehört. Also, bis auf Weiteres. Bis dann, euer Electronic.